So, Kenners, Deal des Monats Oktober aus der Kategorie Whisky. Haben wir diesen Monat mal was Cooles ausgesucht, was der ein oder andere, glaube ich, schon mal bei uns gekauft hat oder gesehen hat oder auch diese Single Batches mitgenommen hat, die wir leider immer sehr rar bekommen. Adam Murkan, unglaublich interessante, relativ unbekannte Inselbrennerei, setzt sich immer zusammen aus Bourbon- und Sherryfässern mit jeweils rauchigem und nicht rauchigem Whiskyanteil. Sind immer bei 46 Volumenprozent oder 48 abgefüllt. Ich guck mal, bevor ihr was Falsches erzählt. 46,8, genau. Die Standardcharge. Schöner, mittelkomplexer Whisky, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mit einer leichten Rauchigkeit mit dabei. Sau interessant, mal was anderes. Diesen Monat zum Probierpreis von 49,99 statt 54,99, also klassische 5er günstiger. Wer möchte, unbedingt vorbeikommen. Ein paar Chargen von dem normalen haben wir immer da. Hatten früher eine spezielle Bezeichnung mit dem jeweiligen Apfelmonat, haben sie inzwischen runtergenommen, weil sie den Standard fast durchgehend lieferfähig haben. Und wem der schmeckt, unbedingt auf dem Laufenden bleiben im Newsletter oder hier auf Social Media. Wir kriegen da regelmäßig unglaublich geile Single Cask oder Single Batch Abfüllungen rein, die häufig gar nicht preislich so durch die Decke gehen. Kann ich wärmstens empfehlen, aber da muss man schnell sein, da kriegen wir immer nicht viel. Ansonsten erstmal zum Probieren für ein Fuffi der aktuelle Adam Murkan in der Standardabfüllung. So, Deal des Monats der Kategorie Rum wäre was von Plantation. Kennen ja viele von euch, habt ihr auch schon einige Produkte, bestimmt ein oder andere schon mal zu Hause gehabt. Egal ob was zum Mischen, was easy to drink, mit ein bisschen Zucker, wenig Zucker, was man halt beim Rum alles so beachten darf, kann, muss. In dem Fall haben wir eine Single-Batch-Abfüllung, ein Fidschi 2001er, gefinisht in Rotzeliers, ex-französischen Whiskyfässern. Was ganz cool ist, erstens mal Geschenkverpackung, zweitens mal schaut er immer auch noch ganz gut aus. Und was ich bei Ferrand immer ganz gut finde, als Single-Cask-Abfüllung in dem Fall, steht auch immer hinten drauf, wie viel Zuckerdosage da immer mit dabei ist, also wie viel Zucker nach dem Reifeprozess zur Süßung noch mit hinzugefügt wurde, wie lang, was ist die Basis, ist ein Melasse oder ein Zucker- oder Saftrohm, was für eine Brennanlage ist es, wie lang ist die Fermentationszeit und wie viel Ester haben wir. Das sind auf jeden Fall Produktdaten, die immer mit angegeben werden. Es gibt insgesamt, keine Ahnung, steht da irgendwas auf, das ist Flasche 367, ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen es insgesamt gibt. Steht normalerweise auch immer irgendwo. Davon haben wir nur noch eine Handvoll Flaschen da, also wer sich vielleicht jetzt schon sein eigenes Weihnachtsgeschenk gönnen möchte, für 75 statt 80 Euro, einmal richtig coolen alten Single Cask Rum von Plantation sichern aus Fidschi. Viel Spaß damit und wer zuschlägt, freut euch über einen richtig geilen Tropfen. So, Kenners, Sommer ist zwar fast rum, aber Aperitifchen kann man ja das ganze Jahr über trinken. Deshalb hauen wir euch diesen Monat eine Auktion ums Ohren, und zwar den Ramazzotti Fresco. Der eine oder andere kennt den ja nicht nur von uns, sondern aus dem Supermarkt, beziehungsweise hat ihn auch bei uns vor einiger Zeit entdeckt. Ihr könnt das Ganze im Idealfall bitte online bestellen, zum Verschicken oder zur Abholung hier im Laden. Das geht ja alles, Versandart ändern, und dann kriegt ihr einen kompletten 6er Karton für 70 Euro, 69,99 statt, keine Ahnung, was kostet sonst, 8 Euro mehr, macht unter 12 Euro die Flasche Ramazzotti Fresco. Also wer sich da seine Wintervorräte nochmal mit Aperitifchen auffüllen möchte und Bock auf das Produkt hat, einfach ordern oder vorbeikommen oder wie auch immer, kriegen wir alles hin und dann stockt nochmal ordentlich auf, damit euch im Winter die Aperitifchen nicht ausgehen. So, Kenners, letzten Winter hatten wir ja bereits, oder auch den Winter davor, leckeren Glühschirm bei uns fix und fertig zum in den Kochtopf reinschütten und zu Hause erwärmen da. Der eine oder andere hat ja gesagt, hat ein bisschen zu wenig Bums, hat nochmal ein bisschen unseren Hauswagen-Gin oben drüber gekippt, damit es ja wirklich ordentlich wirkt und man gut schlafen kann. Und weil es so langsam kühler wird und die ersten nachgefragt haben, ob wir den noch haben, haben wir euch jetzt um die Ohren den Kaiser Hill Glühschirm für 14,99 statt 19,99, also 5 Euro Rabatt auf eine Flasche Glühgin. Fix und fertig einfach in den Kochtopf geben und erhitzen. Wer da Bock drauf hat, solange der Vorrat reicht, zuschlagen, denn wir bringen unser eigenes Glühgin-Rezept für zu Hause jetzt dann die nächsten Monate raus. Bedeutet, wer sich nochmal einen schnellen Vorrat sichern möchte für schnelles, kleines Glühgin-Gutzele zu Hause, wenn es doch kalt wird, einmal zuschlagen, wenn weg, dann weg. Und ansonsten viel Spaß beim Trinken. So, ihr Lieben, unser Bier-Deal des Monats Oktober ist das Bockwill von Meisel & Friends. Viele von euch kennen ja
das normale IPA, das Indian, ja genau, normale IPA, das Pale Ale, das West Coast, das Hoppy Hell, das hat inzwischen einen neuen Namen. Oder auch die stärkeren Bockbiere und dann auch das Fassgelagerte bis hin zum Alkoholfreien. Und regelmäßig bringt Meisel & Friends ja Sonderbiere raus, wie vor ein paar Monaten das Bockwill. Unglaublich geiler Stoff, wie ich finde. Unglaublich harmonisch, fruchtig, herb. Unglaublich süffig, aber verdammt gefährlich, weil wir haben hier 7, irgendwas Umdrehungen. 7,3, genau. Also richtig lecker, aber vier Stück davon machen müde, nennen wir es mal so. Gibt es diesen Monat einmal den 6er-Träger statt für 15 Euro für 12 Euro, 11,99 glaube ich. Also Bock drauf hat, mal ein bisschen spezielles Sonderbier jetzt noch in den schönen Herbstmonat hinein, Oktober, zu probieren. Einfach mal zuschlagen. Das gibt's nämlich nicht immer, ist limitiert. Wir haben zum Glück damals eine riesen Ladung uns gleich gesichert, weil bei Meisel & Friends oben in Bayreuth ist schon ewig ausverkauft. Wer Bock hat, einfach mal zur nächsten Bestellung oder wenn man hier im Laden ist, einfach mal so ein 6er-Trägerle. Spezial- oder Sonderbier oder Craftbier, wie auch immer ihr das nennen wollt, einfach mal mitnehmen. Ich kann es euch wärmstens empfehlen, wer mal nach einem außergewöhnlichen leckeren Bier sucht. Und ansonsten sehen wir uns die Tage hier.